Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir haben in der letzten Woche hier, letzten Woche, in der letzten Folge hier schon einige Wände hochgezogen, das Dach angefangen zu bauen. Das kann sich alles schon sehr gut sehen lassen. Und jetzt möchte ich hier dringend diesen Raum mal abschließen. Dazu fehlt ja nicht mehr viel. Wir müssen hier noch das Dach draufsetzen und hier ein paar Wandpaneele anbringen und damit machen wir jetzt auch direkt weiter. Schnappen uns hier ein. Wir haben noch den Winkel drin. Sehr gut. Da hat sich das wieder. Fummelarbeit. Ich will nicht die andere Kamera nehmen. Bitte Spiel. Funktioniere jetzt einfach, so wie ich das gerne hätte. Ich finde die andere Kameraansicht einfach nur schrecklich. So. Na, hier haben wir überall noch diese ganzen Lücken, ne? Ich überlege, sie einfach zu lassen. Ich keine Lust habe, hier die ganzen Wände nochmal alles hin und her zu schieben. So. Ja, da kommen wir dann schon wieder in den geraden Bereich. Da sind wir gleich oben. So. So. Gut. Haben wir die Wand? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt würde ich erstmal hier die Schräge, glaube ich, damit verpinseln. Oh, das wird jetzt natürlich auch lustig. Wobei es geht, glaube ich, ne? Mit so. Mache ich jetzt auch nur diese eine Wand. Jetzt nicht dieses Muster mit den verschiedenen, weil das sieht man an sich eh nicht hier. Ja, hier, der Übergang ist noch nicht so schön. Da weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Lassen wir die erstmal. Ja, eigentlich müsste die. Vom. Ah, wieso kann ich denn jetzt nicht das Raster? Ja, warte, dann kommst du weg. Machen wir das Raster kleiner. Und dann können wir dich hier ein bisschen besser anbringen, ne? Das machen wir hier auch. Ja, so bis da. Dann haben wir nur so eine kleine Lücke. Ha. Ha. Ach, behalt doch bitte das Raster, was ich hier vorgebe. So. Ganz perfekt wird man es hier eh nicht hinbekommen. Ich werde es hierbei belassen und dann gucken wir, dass wir die so ein bisschen dann darüber setzen. Das ziehen wir aber erstmal hier. Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Können wir. Nee, da verändert sich nicht großartig das, was ich gehofft habe. Verdammt. Okay, da müssen wir jetzt hier fusseln, um das richtig hinzukriegen. Ein Stück runter. Das wird jetzt lustig. Wird jetzt nicht so schnell gehen, wie ich erhofft habe.
So, jetzt wieder ein Stück rausziehen. Eieieiei. Ja, das passt gut. Oder haben wir voll die Lücke? Ja, das ist halt das Problem, ne? Der wird weiter drin sein, der ist weiter draußen, der dann auch. Und Forschungen sind wieder bereit. Ups. Dann gucken wir uns die mal eben an, die Forschung. Was gibt's denn Neues? Wir bekommen den Helion-Ring. Nee, da hatten wir die Achterbahn durchfahren lassen in dem. Nicht in dem Riesenrad, was ich letztens meinte, aber damit geht das auch. Sondern hier durch diesen Ring, genau. Und was haben wir noch Schönes? Oh, ein klassisches Riesenrad. Oh, wie schön. Sehr gut. Okay, wir können. Ist das das letzte Fahrgeschäft? Sonst haben wir keine mehr. Okay, dann erforschen wir noch das Schienenfahrgeschäft. Dann fangen wir jetzt mit den Achterbahnen an. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass wir schon alle Fahrgeschäfte haben. Sieht so wenig aus. Gab es da nicht viel mehr? Wir haben drei Riesenräder hier. Eins, zwei, drei. Dann haben wir zweimal, weiß ich, dieses. Ja, die haben wir auch beide. Ah, hier ist auch noch so eins, ne? Ich dachte, wir hätten mehr. Sieht irgendwie wenig aus. Das Kettenkarussell haben wir, das große Karussell, das kleine Karussell. Autoscooter, wo haben wir den Autoscooter? Da. Ich glaube ja fast, das war's. Wirklich. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir jetzt gerade noch erforschen, was mir fehlt. Okay, ja, dann haben wir die Fahrgeschäfte so gut wie durch erforscht. Schienenfahrgeschäfte, ja, da fehlt noch ein bisschen was, glaube ich. Weil wir haben die Züge, wir haben beide Boote. Wir haben die Gletscherbahn, wir haben das Ding. Die Monorail, die Gondel, den Skilift, den Bustour. Ja, dann hier diese Go-Karts und Geisterbahn. Die haben wir, da haben wir, glaube ich, auch schon so gut wie alles. Oh, ich glaube, bei den Wasserbahnen fehlt noch der mit den Schienen. Oder ist das dann bei Achterbahn? Das kann auch sein. Oder bist du das? Bist du das? Das mit den Schienen. Die ist nämlich cool. Die baue ich immer gerne. Nee, du bist eine normale Wasserbahn. Ich glaube, die fehlt noch. Ja, und die mit dem Schießen, aber die erforschen wir, glaube ich, gerade. Okay, und dann, ja, Achterbahnen, da fehlen uns noch einige, da haben wir so gut wie ja noch gar nichts hier. Da werden wir dann auf jeden Fall noch Spaß kriegen bei dem, was wir da freischalten. So, aber wir wollen ja hier unseren Sternenhimmel weitermachen. Gott, der macht einen dezent bekloppt, ne? Aber nur ein bisschen. Jetzt mal, wie viel sieht man denn? Aber ist schön, ne, wie sich das hier mit dem echten Sternenhimmel einblendet. Hier fährt man erst hoch. Also eigentlich reicht das hier. Müssen wir mal überlegen, ob ich das hier noch alles verkleide. Aber wenn die Leute hier rechts nach drüben gucken, dann. Hallo. Dann sehen sie das. Ach, ich weiß es doch auch nicht. So.
Bin eigentlich geneigt, hier jetzt erstmal den Deckel drauf zu machen. Guten Tag. Was nehmen wir denn dann am besten? Wir haben doch auch ein Eisendach, oder? Das Steinerdach ist aus Eisen hier. Das Metallflachdach. Schön, dass es mal wieder dunkel ist und man nichts sieht. Bankenspiel. So, ja, da müssen wir dann wieder irgendwie schräg dran ansetzen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Wie gesagt, um Außengestaltung, um Deko, da kümmern wir uns später drum. Okay, jetzt würde ich mit dem Gebäude gehen. Kommen Sie mal hoch hier. Hallo. Dankeschön. Das hier wird tricky, das Loch zu schließen. Entweder setzen wir hier einfach einen drauf. Wobei, ja, wir haben ja hier auch noch die Wand, ne? Das muss ja auch noch höher gehen. Dann machen wir hier so. Weil hier kommt ja eh die gerade Wand von dem Gebäude dann Doktor ja an. Dann müsste das hier auch eine schöne Kante, einen schönen Abschluss geben. Das müsste funktionieren. Okay. Machen wir jetzt hier unten noch dicht. Ja, dann müssen wir halt gleich mit der anderen Kameraperspektive die Sachen da oben drauf setzen. In den Sternenhimmel. Zenit hat schon wieder ein Problem, aber natürlich. Zenit ist jetzt auch seit 20 Jahren im Bau. Ich weiß nicht, wie, haben wir relativ früh schon hingestellt, ne? So. Ja, machen wir jetzt erstmal so. Okay. Damit haben wir den Raum jetzt auch mit einem Dach versehen. Jetzt neue Kameraperspektive. Wände schnappen und hier an das Dach anbringen. So. Muss einmal bis nach da oben, bitte. Und dann einmal drehen. Zenit wurde repariert. Na, es geht ja zum Glück schnell. Unsere Techniker sind da sehr fix unterwegs. Ziehen wir jetzt hier einmal die Sterne durch. Hier oben könnte man bestimmt auch noch einen Planeten anbringen. Einen, den man von unten vielleicht gar nicht so sieht.
So. 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 Dann müssen wir von hier auch wieder schräg da dran gehen, ne? Also dieses Gebäude, bitte. Oh, diese Fusselei hier, ne? Ja. Nein. Wieso kriege ich jetzt hier nicht den Winkel hin? So, jetzt haben wir den Winkel. Uiuiui. Okay. Das einmal rüberziehen. Ist noch da. Hä, warum ist denn jetzt hier so eine Lücke entstanden? Hä? Ich jetzt nicht verstehen, ne? Muss ich nicht verstehen. Nein, das war der falsche. Ja. Den roten Pfeil muss ich bewegen. Sieht man aber von hier unten auch nicht, ne? Nur die. So. Jetzt haben wir hier noch eine Lücke. Hier noch. Ach, hier haben wir überall noch solche Lücken. Was habe ich denn da gemacht? Unglaublich. Wild Blue ist mal wieder kaputt. So, haben wir das doch auch geschafft. Jetzt müssen wir nur noch hier diese Kante uns einmal schnappen. Ein Stück nach oben ziehen, damit wir hier diese Lücke auch geschlossen haben und dann. Nein. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Mal. Nochmal, nochmal. So. Das wollte ich. Danke. Okay. Fertig. Dann gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Oh, er fährt. Oh, perfektes Timing. Ja, man sieht ein paar Lücken, aber ansonsten gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Das hier fällt halt schon auf. Dann ziehen wir das doch ein Stück. Wo ist denn jetzt der Pfeil da unten? Ein Stück rüber. Diese Lücke zu schließen. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, die hat man auch gesehen. Ne? Ja. Die muss ich auch kaschieren. Guck mal hier.
Planet, sag mir nicht, dass du jetzt hier im Weg schwebst, dass ich die nicht nehmen kann. So. Bisschen verschieben. Noch ein bisschen. So. Jetzt dürfte man das eigentlich nicht mehr sehen. Hier sieht man noch eine Lücke. Aber ich weiß nicht, woher die kommt. Von der Wand oder von der Decke? Wahrscheinlich von der So, jetzt nicht mehr. Hallo, hallo. Dann geht's da raus. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Gar nicht darauf geachtet, ob man. Doch, die Planeten sieht man gut, ne? Hier könnte aber noch einer hin. Ich glaube, hatten wir hier nicht noch Mars irgendwo? Oder bist du Mars? Du bist Mars, ne? Dich sieht man. 1, 2, 3, 4, 5. Hatte ich nur 5 runtergeladen? Ansonsten müsste ich nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ich habe mehr. 6, 7. Welche hab ich denn hier? Jupiter habe ich. Venus habe ich. Uranus. Neptun. Und Mars. Venus. Uranus hatte ich. Saturn, ach, die Saturn? Weiß ich schon jetzt nicht mehr, ne? So schnell geht das. Ne, ich glaube, Saturn habe ich nicht. Wann haben wir da doch Saturn hin? Dann, jo. Dann hauen wir hier jetzt. Hä, was ist denn das hier? Okay, warte mal, an den Boden ausrichten. Pass auf, ich mache X. Ich mache X. X hilf mir. Damit ich Saturn. Nein, ich wollte Saturn doch noch nicht platzieren. X ist noch nicht. Saturn ist noch nicht bereit, platziert zu werden. So. Ja, so dass man. Saturns Ringe auch sieht. Saturn, wo sind denn jetzt deine Ringe? Jetzt sind die Ringe weg? Nein, jetzt ist Saturn ganz weg. Ach, ich kriege die Krise. Saturn? Saturn, wo bist du? X. So, dann hau ich Saturn jetzt hier so hin. Fertig. Aus, basta. Meine Güte, wenn Saturn meinte, rumzuzicken. Ja, wunderschön. Man sieht Saturns Ringe. Alles gut. Okay. Ach, was für ein Krampf. Aber ich finde, es kann sich sehen lassen, unser kleines Weltall hier. Ja, da müssen wir die Decke noch. Das müssen wir noch verkleiden. Aber bis hierhin. Ist das doch schick. Ist jetzt natürlich blöd mit den mit der Sonne, die hier reinstrahlt. Wenn wir das jetzt dunkel machen. Sieht man die Planeten nicht mehr, ne? Die könnten wir noch beleuchten, damit man die sieht. Und die Strecke hier würde ich gerne schwarz färben, dass man die gar nicht sieht. Damit könnten wir uns das nächste Mal beschäftigen, wenn die Bahn kaputt ist. Ich hoffe, das vergesse ich dann nicht wieder. Na naja, gut. Aber bis hierhin gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und dann kommt ab der nächsten Folge der Horrorbereich der Planet, jo, danke, der Alien-Planet. Der wird hart.
Ah, das kriegen wir aber auch hin. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!